Hi liebe Leute, ja, ich hatte euch das Talk Mic Air vorgestellt und ja, meistens geht es ja nur ums Trailfahren und Springen und Bunnyhop und so, aber man fährt ja doch auch viel bergauf. Ich fahre meistens Biobike, aber bin jetzt dem EMTB nicht generell abgeneigt, nur ich habe halt meistens ja, nicht so viel Zeit dann irgendwie und EMTB fahre ich meistens mit meiner Tochter. Wenn ich dann mal so ein richtig geiles Testbike bekomme, wie hier das Talk hier, habe ich natürlich auch einen neueren Motor, sonst fahre ich ja meinen alten Bosch. Und jetzt wollte ich euch mal fragen, wie ihr das macht. Und zwar ist mir hier aufgefallen, das fiel mir bei Shimano schon immer auf, dass der Eco-Modus ziemlich stark ist. Also ihr seht, ich bin hier auf Eco und habe schon das Gefühl, ich muss irgendwie kaum was machen. Der hat schon so viel Power. Also könnt ihr hier sehen, hier geht es einen Berg hoch. Und ja, also da muss ich zugeben, wenn ich jetzt Gas gebe, das haut schon so viel Power rein, das ist mir zu viel. Aber jetzt ist ja die Sache, und zwar weiß ich ja, man kann das ja auch einstellen. Und jetzt meine Frage an euch, macht ihr das mit dem Handy, mit der App? Gibt es ja bei verschiedenen, dass man quasi einstellen kann, wie stark ist eigentlich der Modus jeweils? Ich bin da auch nicht ganz up to date. Ich bin ja auch einer, der nicht so gern so viel immer einstellt und ich mag lieber eine Einstellung und let's go. Bin natürlich mein eigenes Bike gewöhnt mit dem alten Bosch Motor. Da passt mir der Eco-Modus sehr gut. Und wenn man jetzt mal guckt, Trail, Boost, ja, das ist ja recht simpel. Und wenn man auffahrt, kann man ja mit dem Motor auch gut fahren in der Ebene und so. Also, das ist jetzt die Frage. Stellt ihr das so ein? Würde mich mal interessieren, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Und welches System hat euch denn da bis jetzt am meisten überzeugt? Also als erstes hatte ich es mal bei Kursteilnehmern im Fahrtechnik-Kurs gesehen, die das damals bei Brose hatten, bei Specialized Fahrrädern. Da war ich ganz baff. Ich so, ach, man kann das einstellen, wie stark der ist. Weil der Panasonic, da fand ich den Eco damals zu schwach. 2018 war das, glaube ich. Bei Shimano fand ich ihn zu stark, als ich 2017 über monatelang Shimano E-Bike gefahren bin. Ja, genau. Und jetzt ist auch die Frage, wie handhabt ihr das denn generell? Also würdet ihr sagen, so mehr Modi, also hier sind ja Eco, Trail und Boost, also man ist ja recht simpel gehalten, aber es gibt ja auch manchmal fünfteilige Abstufungen. Und die Frage, was seid ihr? Seid ihr so wie ich, Mr. Eco? Also ich fahre echt quasi fast nur Eco. Oder seid ihr Mr. Boost und oder Mrs. Boost und haut gerne richtig steile Rampen mit dem höchsten Unterstützungsmodus runter, hoch quasi. Ja, das ist halt die Frage. Also ich finde Akkumanagement immer noch ein wichtiges Thema. Also ich finde Akkumanagement ist ein sehr wichtiges Thema, deswegen ich denke mir immer, naja, vielleicht brauche ich ja doch noch ein paar Balken und dann fahre ich lieber Eco. Und das reicht mir dann auch. Und weil ich ja auch primär Biobike fahre, ist das für mich irgendwie auch vom Feeling so ganz cool. Und es gibt wenig Stellen, wo es so technisch und steil ist, wo ich sage, okay, jetzt macht der Boost Sinn und dann kommen die sogenannten Boost-Techniken, ja, die ich ja nicht für doof halte, aber für sehr selten einsetzbar. Ne? Gibt es ja ganze Fahrtechnik-Serien zu Boost-Techniken und all sowas, keine Ahnung. Da muss man wieder auf Kurbelmanagement immer achten, dass man nicht hängen bleibt, wenn man Boost-Unterstützung jetzt hat für technische Abhält-Sektionen. Und ja, so richtig genial finde ich das halt nur bei Chris Aggrick. Den kennt ihr vielleicht, den Profifahrer, der auch jetzt mit EMTBs auch schon Videos gemacht hat. Da sieht das richtig Hammer aus, wie der mit seinen Mega-Trail-Skills da hochfährt. Da ist das schon irgendwie genial. Aber so für Otto Normalverbraucher bin ich nicht so der Boost-Fan. Ja, also hier seht ihr nochmal den Shimano-Motor, die neueste Generation. Und da seht ihr, der hat eine viel kleinere Bauweise als früher die alten Bosch-Motoren und so weiter. Also, da macht sich beim Fahren das gar nicht so bemerkbar, dass man da so ein dickes, langes Ding da unten drin hat, wo quasi auf das Fahrverhalten Träger wird. Und ja, aber die Frage, fahrt ihr eher Eco? Stellt ihr euch das individuell ein, wie viel ihr da haben wollt? Schreibt das mal in die Kommentare, würde mich echt total interessieren. Und oder seid ihr auch so ein Spinner wie ich, der auch gerne mal einen ganzen Tag ohne Motor an, habe ich einmal gemacht in Willingen und einmal in der Rhön. Weil ich eine gemischte Gruppe hatte, wo auch welche echt mit normalen Fahrrädern, die sehr langsam waren, bergauf. Und dann hat es gar keinen Sinn gemacht, selbst wenn ich Eco hatte, war es einfach zu. Ja, da dachte ich, machst du einfach Motor aus und machst Rohlaufgang 1, dann passt das. Ne? Okay, dann sagt mal Bescheid. Ich bin gespannt.